Hinsichtlich Goals, Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Grundlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hussa und alles im Arsch. Goal ist tot. Boah, aua. Was? Die Hölle. War ja klar. Ist Goal jetzt tot oder? Das kann doch nicht sein. Ich glaub das nicht, dass Goal jetzt tot ist. Das auch noch durch unsere Hand. Also Rufus hat Goal getötet. Hey, das. Nee, das glaube ich nicht. Ich kann wirklich nicht glauben, dass Goal jetzt tot ist. Ja, Rufus, ich traue mit dir. Nee, du bist so eingeschlafen. Oh, aber das kann doch nicht sein. Goal kann doch nicht tot sein. Was ist das? Können wir irgendwo noch weiter? Ne, das ist das Einzige. Dann machen wir das mal hier rein. Weil das ist ja wie im Anfangstutorial. Dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, auf den Knopf drücken. YOLO. Wir haben nichts mehr und Goal ist tot. Es ist ja. Was ist das? Ist das jetzt die Hölle? Die Hölle sieht ja ein bisschen merkwürdig aus. Lass uns Rufus die ganze Zeit töten. Nur weil Rufus Goal getötet hat. Merkwürdige Bodenplatte, ich verstehe das. Ah, ich glaube, wenn wir das Ding da hinlegen, weil da muss ja was drauf sein. So, Strom, okay. Prügel ihn tot. Können wir die Konsole? Was ist denn an der Konsole? Anleitung. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit
Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll? Nein, Tipp brauche ich nicht. Also, wir müssen heil am Ende rauskommen. Würde ich das hierhin machen, also direkt schon vereist. Damit wird er irgendwie geprügelt. Ich glaube, das ist so. Können wir auch irgendwie wieder zurück? Ah. Ich hoffe mal, so ist es richtig. Meine Lust ist gerade irgendwie ein bisschen vergangen, weil Goal gestorben ist und Rufus hat sie umgebracht, aber ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben. Ist doch. Nee, es ist. Ich weiß nicht. Cool, sogar beim ersten Mal direkt richtig. Können wir damit irgendwas kaputt schlagen? Licht. Dämliches Licht am Ende des Tunnels. Hier werde ich's zeigen. Moment mal. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Und das ist auch nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa? Ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Das macht doch keinen Spaß. Goal ist tot. Was ist das für ein Trichter? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Goal tot ist. Ich bin gerade irgendwie total zerstört, weil ich kann es nicht glauben. Goal ist tot. Was? Hey, du! Bleib doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Naja, also ich würde mal sagen, ich muss jetzt erstmal trauern gehen und dann werde ich beim nächsten Part einfach weitermachen. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde aufgenommen und Goal ist anscheinend tot, aber ich kann es nicht so wirklich wahrnehmen, dass Goal jetzt tot ist. Das kann doch nicht. Nein, das ist doch, dann macht das Spiel doch keinen Sinn mehr richtig. Oder doch, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass Goal nicht tot ist und vielleicht werden wir es in den nächsten Folgen herausfinden. Und ciao, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ey, Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Also lasst uns zocken. Wir zocken endlich mal wieder weiter mit Gute bei Deponia. Letztes Mal haben wir da aufgehört, wo Goal anscheinend gestorben ist. Aber es wissen wir jetzt auch nicht ganz genau. Ich weiß es auch nicht leider, wo wir hier weitermachen müssen. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt, wie man auch schon gemerkt hat. Ich habe schon lange keine Videos mehr hochgeladen. Nur jetzt letzte Zeit, also kam wieder wie heißt das scheiß Spiel nochmal? Genau, Assassin's Creed Brotherhood ein Video hoch. Die nächste Zeit werde jetzt auch wieder aktiver sein. Werde auch ein bisschen mehr Videos machen als sonst. Was ist das denn hier? Ölflasche. Ah, so geht das mit Tür. Ja, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen.
Naja, ich werde dann noch versuchen, mehr Videos zu machen und auch wieder ein bisschen aktiver zu sein, weil ich habe auch zur Zeit wieder Zeit zu machen, ne? Ich habe auch wieder Bock, ein paar Videos aufzunehmen, wie jetzt hier auch wieder Goodbye Deponia kommt. Ich muss noch kurz meine Stoppuhr noch starten. Da. Hoppa. So. Ja, was haben wir denn hier noch? Können wir noch hier irgendwas ölen? Mühle. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Können wir doch hier die Oliven da reinmachen, oder nicht? Ah, sag ich doch. Dann Wasser. Ja, nehmen wir einfach mal das ganze Ding mit. Wasserspender, Olivenöl, Ölflasche. Können wir das da reinmachen? Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Okay, doch nicht. Schrottballschläger. Bohnensack. Den hätte ich jetzt beinahe übersehen, hätte ich jetzt gar nicht eingepackt. Da hätte ich den ganzen... Bohnensack jetzt eingepackt. Den ganzen Bohnensack. Alter. Müssen wir überhaupt noch mal alles machen? Ich habe jetzt hier irgendwie keine Ahnung. Ich habe schon lange kein Goodbye Deponia mehr gespielt. Ist schon lange her, seitdem ich Goodbye Deponia gespielt habe. Mysteriöse Eiweiße. Müssen wir was reinmachen oder so? Trichter, können wir da irgendwie das hier machen? Nein. Olivenöl? Nein. Bohnensack? Können wir das mit wenn dem... Das, okay, haben wir schon gehört. Das mit da? Wenn das hier die... Ah, okay. Was müssen wir jetzt genau machen? Das ist jetzt die Frage. Ja, mach... Ich kenne eigentlich nichts dafür, dass Gaul gestorben ist anscheinend, aber... Was soll man anders machen? Kommen wir leider nicht durch, aber wie sollen wir denn dann dahin kommen? Vielleicht kaputt schlagen hier? Oder hier kaputt schlagen? Nimm das! Ist bald mal Feierabend? Hätte ja sein können, dass es so klappt, ne? Haben wir irgendwas, was wir da reinmachen könnten? Nö, eigentlich nicht. Gehen wir nochmal zum Demizil. Ist eigentlich nur noch das hier, aber... Das ist ziemlich witzig. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Ja, Wasser, Wasser auf die Mühlen der Sinnlosigkeit. Okay, dann Bohnen. Das wird dadurch auch nicht leckerer. Ja, vielleicht eine Ölflasche? Schon komisch. Die Ölmühle ist möglicherweise das einzige hier, was nicht geölt werden muss. Ja. Vielleicht können wir die Tür aufschlagen. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Ey, das war sogar richtig. Ey, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ins Fragezeichen mit dir, Rufus. Los. Da müsste doch dieser komische Typ da sein, oder?